Also ganz eine kurze Abfassung noch zu dieser Thematik Synergieeffekt. Das kann im Positiven einen Beitrag leisten. Zum Beispiel, wenn einer gut verdient, dann ist er wieder großzügig zu seiner Familie. Die Familie kauft wieder Handelsgüter ein und so weiter. Und das fördert, kurbelt die Infrastruktur an. Das kann aber, der Synergieeffekt kann auch nachteilig, also von der pessimistischen Haltung angesehen werden. Zum Beispiel, wenn einer dem anderen den Führerschein nicht gönnt oder die Staatsbürgerschaft nur sehr schwer zuerkennt oder die Aufenthaltsgenehmigung nur unter bestimmten Präkonditionen, die schwer zu erfüllen sind, gestattet, dann hat das auch negative Synergieeffekte. Das heißt, es sind dann keine Jugendlichen mehr, es gibt keine Füllung mehr von Personen der Sportplätze und es verödet alles. Das heißt, der Synergieeffekt kann positiv betrachtet werden, aber auch negativ. Das heißt, Geiz, Stursinn, Neid und so weiter kann sehr schadhaft auf die Bevölkerung einwirken. Also empfehlenswerte Literatur ist lieber positive Haltung zum Nächsten.